Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider The Angel of Darkness hier im verlorenen Reich. Und ich habe Angst, denn ich glaube, ich habe ziemlich schlechte Erinnerungen an dieses Level. Aber gut, wir haben im letzten Part mit dem lieben Curtis die Rückkehr von Boas bestritten, also die gute ehemalige Mitarbeiterin von Eckhart, die er ja in dieses Spinnenfieder von diesem Spinnenpferd fressen lassen und die dann... Hilfe! Alter! Das war hart knapp! Da rutscht sie auf einmal den Boden runter. Hilfe! Dann wurde sie ja zu diesem Monster und das haben wir dann besiegt und das war einfach die Hölle. Die zweite Version von ihr, wie gesagt, ist relativ entspannt, aber die erste ist halt einfach die Hölle. Und daraufhin haben wir Curtis wahrscheinlich verloren. Denn sie hat ihn nochmal... nachdem er gedacht hätte, sie wäre tot, noch einmal von hinten durchstochen. Und daraufhin ist er zusammengebrochen. Ob er noch lebt, keine Ahnung, aber wir werden es vielleicht irgendwann rausfinden. Das war... Okay, das war ein bisschen traurig. Aber gut, wir sind jetzt hier mit Lara im verlorenen Reich. Jetzt habe ich mehr Kraft in den Beinen. Ach, den Sprung hat sie locker geschafft, easy. Okay, und jetzt hat sie mehr Kraft in den Beinen. Ich weiß nicht, was uns das bringt, aber super. Und bekommt dafür ein kostenloses Medipack. So, aber was halt wirklich mit Curtis... Also wie gesagt, dieser Kampf mit Boas und Curtis ist halt... Also die zweite Phase ist locker, ist ganz locker, weil da musst du einfach nur... Musst du einfach nur gerade... Einfach nur auf sie schießen. Einfach nur... Schießen, Spam, wie sonst was. Und das war's. Dann hast du gewonnen gegen sie. Aber die erste Phase ist halt... Präzises Schießen und das ist echt uncool. Weil präzises Schießen ist generell in diesem Spiel sehr, sehr schwer. Und dann mit Curtis, der halt sowieso... So, da hat sich gerade im Hintergrund Oculus geöffnet, also die Software davon. Und hat bei ihm das Spiel abgeschossen. Gar kein Problem. Danke für nichts, würde ich sagen. Ist auch komisch, dieses Software, ich hasse dieses Programm, ne? Ich hasse das Programm von Oculus. Das ist echt nervig, weil es öffnet sich einfach random. Die Oculus liegt da vorne, am anderen Ende des Raums. Ich berühre sie nicht. Also normalerweise startet das Programm ja automatisch, sobald man die halt aufsetzt. Ich berühre sie nicht. Da ist auch nichts, jetzt was irgendwie zwischen ist. In den Beinen. Vielleicht schaffe ich den Sprung. Okay. Und sonst was, aber es ist einfach so... Ach, das war das! Hier war die Zeit gesteuert. Das war... Okay. Nacht. Wie gesagt, öffnet sich dann einfach und dann schließt halt die, also minimiert halt die anderen Programme und das ist halt echt nervig. Dementsprechend bin ich sehr froh, dass ich das... Ja, der Sprintsprung. Ich kann ihn euch endlich zeigen. Oh. Das Tor ist einfach instant wieder zugekommen, okay. So, wo ich war, Curtis. Er ist sehr, sehr interessant. Steuerung her. Er bewegt sich halt einfach deutlich klumpiger als Lara, weil er logischerweise auch der zweite Charakter ist. Dementsprechend ist er wahrscheinlich also auch noch nicht ausgereift und so. Das ist ja ganz, ganz okay so, aber bei einem Bossfight, bei dem man präzise sein muss, wirklich sehr präzise sein muss, ach, spring doch bitte einfach, wie Boas, ist halt das die Hölle. Ist einfach vorbei, du hast einfach verkackt. Na komm! Nein, das schaffe ich nicht. Das wird dauern zu lange. Vielleicht habe ich es doch geschafft. Das Tor war natürlich doch ziemlich lange offen. Aber, naja. Wird so als versuchen wir es halt nochmal. Ist ja jetzt auch nicht die Welt. Willst du mich gerade verarschen? Würdest du bitte springen? Wie gesagt, das ist auch dieser Bossfight, das finde ich ein bisschen doof, dass einem nie gesagt wird, wie man denn Ziele switcht. Das wird einem halt nie gesagt und dieser Bossfight ist nicht möglich, ohne das zu wissen. Weil, wie gesagt, er zielt halt automatisch auf die vorderen zwei Dinger. Das ist ja auch ganz gut, aber das war's. Auch wenn die kaputt sind, zielt er trotzdem drauf. Und ich weiß wieder, warum ich dieses Level gehasst habe. Ah.
Ich liebe es, gegen Zeit zu klettern und zu springen. Es ist fantastisch. Vor allem ist die Zeit immer nie gar, überhaupt nie knapp bemessen. Es ist immer voll passend und du schaffst es auf jeden Fall locker. Und ich liebe es vor allem auch, wenn sie einfach irgendwelche Kanten runterrennen, die sie eigentlich gar nicht hätte runterrennen sollen, weil man nach links gedrückt hat und nicht geradeaus. Wo diese Cutscene auch ein bisschen nervig ist. Nein! Ach, vergiss es. Ich kann leider neu laden. Ich muss eigentlich in der Cutscene schon loslaufen. Oh. Vielleicht sollte ich aber nicht... Ja, das schaffe ich nicht, oder? Das wird nichts. Das wird, glaube ich, zu knapp. Na, das wird sowieso nichts. Ich sterbe direkt mal. Okay. Nein, wieso rennst du denn nach rechts? Wieso tust du dies? Diese Katzen gehen mir gerade ein bisschen auf den Keks. So, sehr schön. Und noch einmal. Ja, ja, sehr schön. Sehr schön. Das sieht auch gut aus. Wundervoll. Direkt mal überspeichern, weil ich kann Bock auf den ganzen Weg nochmal zu gehen. Oh, schön. Oh, was haben wir denn hier? Das sieht sehr cool aus. Gut, Entschuldigung, dass ich gelobt habe. Dann mach alles kaputt. Und töte mich. Ja, ich bin ja nicht gestorben. Ich finde es auch gut, dass hier Holzplattformen und Holzleitern und Holzbrücken sind. In einem Raum voller Lava. Wer genau hat sich das ausgedacht? Der Raum ist komplett voll mit Lava. Überall Feuer, hier speit Feuer und die bauen Gerüste aus aus Holz und Seilen. Wer genau dachte, das wäre eine gute Idee? Aber hier ist der Sprintsprung, den wollte ich ja schon mehrfach zeigen. Ist aber auch gut, dass einem nicht gesagt wird, dass man den jetzt kann. Gut, es wird einem generell nie gesagt, was man so kann. Also was auch, was ist eigentlich da oben? Warum ist da eigentlich so eine Plattform? Ich will ganz kurz gucken. Die ist ja nicht umsonst da, denke ich mal. Ja, das ist ein Schalter, okay. Dieser Gehsprung, der Sprintsprung, die werden halt nie einem erklärt. Und es gibt halt Level, die einfach die Hölle sind ohne die. Oh, hätte ich den Sprung jetzt nicht geschafft, hätte ich geweint. Und da springt sie einfach viel zu weit, okay. Sehr gut. So muss das. Komm ich hier runter? Nee. Nochmal hoch. Ist das zeitgesteuert? Ich weiß es nicht. Wir werden es anscheinend nicht herausfinden. Weil sie einfach komplett an der Plattform vorbeispringt. Bitte, fahr nicht vorbei. Danke. So, speichern und einmal. Danke. Sehr cool. Und öffne dich. Sehr gut. Eckharts Labor. Herzlich willkommen. Ich glaube, es ist sogar eins der letzten Level, ne? Ich glaube, es ist sogar... Ist das nicht sogar das letzte Level? Ich bin mir gar nicht sicher. Hast du gedacht, ne? Hast du gedacht, dass ich dich nicht sehe? Aber falsch gedacht. Nein! Mädel, beweg dich! Beweg dich! Nicht sterben! Nein! Beweg dich! Macht jetzt mal einen Tauchsprung, Alter. Aber ich lebe. Und ich bin nicht tot. Also nicht mal ansatzweise tot. Guten Tag. Okay.
Da muss irgendwas rein. Kann man nicht mal sagen, warum sie weiß, wo Eckarts Labor ist? So. Werde ich lieber ganz kurz nochmal gucken. Ich glaube, man kann da unten nochmal kurz rein. Oder sterbe ich da noch? Oh, da sind ein paar Leute. Hallo. Oh, den Sprung habe ich verkackt. Den Sprung habe ich echt ziemlich verkackt. Kann ich da runterklettern oder wie sieht das aus? Geht das? Nee. Zum Glück sind hier wieder Skelette, weil ich habe die echt... Ihr könnt mich mal in der Animation schlagen, Alter, das ist schon hart asozial. Ich brauche über diese Spritzen-Dinger. Das heißt, ich werde hier noch nicht viel erreichen, glaube ich, gerade können. Außer jetzt die Leiter einfach hochzugehen. Als ob du jetzt nicht hochkommst. Madame, bitte. Wieso hat er eigentlich hier unten Skelette rumlaufen? So, okay. Da liegt ein Medipack, das würde ich ganz gerne haben. Danke. Okay, das war irgendwie obvious, dass ich das nicht schaffe. Ich wollte doch sagen, komme ich irgendwie runter, ohne zu sterben, aber nein. Nein, natürlich nicht. Das war jetzt nur der einfachste Sprung der Welt, den kann man ja schon mal verkacken. Ich kann ihre Kräfte nicht mehr einschätzen, Alter. Sie springt inzwischen einfach so weit, wenn man es kurz damit vergleicht, wie weit sie am Anfang des Spiels gesprungen ist, wie weit sie jetzt springt, dann ist halt schon so... Wir springen einfach durch einen halben Raum. So. Aber warte, ich will eines noch kurz nochmal gucken. Ich glaube nämlich, dass ich noch etwas da vorne noch machen kann. Mein Gott. Reden. Was ist dies? Okay, anscheinend doch nicht. Aber warte, ich kann irgendwas machen. Hallo? Okay, mir fehlen noch Sachen. So, wenn ich jetzt auf diesen schönen Kasten hier springe, ne? Passiert irgendwas? Nein, okay. Kriege ich Schaden, wenn ich jetzt runterspringe? Wahrscheinlich. Ja, war ja klar. Sie überlebt einen Sprung von einem Dach in eine Mülltonne, aber... Das ist halt schon zu hoch, ja. Von dem einen zum anderen Stockwerk. Ja, Stockwerk kann man es nicht mehr nennen, das ist... Weiß ich nicht. Das ist eine Leiter, die nach oben führt, so eine kleine. So, hier müsste noch bestimmt irgendwo so ein Ding rumliegen, was ich gebrauchen kann. Hoffentlich. Ansonsten könnte es ziemlich schwer werden, hier irgendwas zu erreichen. Da liegt ein Totenkopf rum. Ein wunderschöner Schädel. Da oben liegt... Nee, das war nur... War das nur Strom? Was da gerade geblitzt hat? Ich glaube schon. Nicht am Tisch hängen bleiben. Wieso habe ich denn eigentlich immer... Ich habe echt so ein Talent dafür. Ah, hier ist so eine Fiole. Das hat auch kein Blitz. Ich habe echt ein Talent dafür. An Pixeln hängen zu bleiben. Kann ich mal ganz kurz sagen, dass diese Fiolen aussehen wie diese Schneckenmedizin aus SpongeBob. Jetzt mal ganz kurz, das muss ich mal ganz kurz erwähnt haben, das sieht einfach echt genauso aus.
wie der mich einfach nicht getroffen hat. Wie der einfach komplett an mir vorbeigeschlagen hat und einfach mich trotzdem Schaden gemacht hat. Das ist einfach unfassbar. So etwas sehe ich nicht ein. Weil dieses, man sieht auch einfach, man merkt einfach wirklich, dass das Ganze jetzt so ein bisschen zum Ende hin weniger fertig war. Weil wie gesagt, solche Sachen wie zum Beispiel der Kampf mit Boas ist halt nicht so ausgereift und das Spiel braucht manchmal einfach 500 Jahre, um auf Tasten zu reagieren. Also zum Beispiel Quick Load ist halt einfach die Hölle. Dann stehe ich da wirklich und hämmer einfach auf diese Taste und es passiert einfach nichts. Es passiert einfach nichts. Gut, ich habe einen Fiolo eingesetzt, was auch immer das bringt. Ist wahrscheinlich gerade der Käfig runtergefahren oder so. Oder auch nicht. Gut. Keine Ahnung, was mir das gebracht hat. Aber schön, dass ich es gemacht habe. Bin ich sehr stolz auf mich. Nee, ich wollte gerade sagen, vielleicht habe ich das eine Wasser deaktiviert, aber nee, kann ja auch nicht sein. Was habe ich getan? Irgendwas muss ich ja gemacht haben. Dreh dich um. Gut, ich habe eine Viole eingesetzt. Aber warum? Ist jetzt irgendwie das Gitter aufgegangen bei dem Ding? Nein. Ach, warte, ich glaube, ich weiß gerade, was ich noch tun kann. Vielleicht. Also auf der anderen Seite von dem Ding war ja auch nochmal so ein Kreis. Ich versuche gerade einfach nur irgendwelche Sachen rauszufinden. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn hat. Aber die Dinger sind beschriftet, also werden die nicht, kann ich die nicht einfach irgendwo einsetzen, sondern ich muss die schon am richtigen Platz einsetzen. Wäre auch ziemlich schlecht, weil sonst könnte man die Sachen einfach echt hart verhauen. Kann ich irgendwas machen? Nee, okay. Hier ist auch nichts. Also irgendwas ist ausgefallen, als ich es gemacht habe, ich weiß nicht was. Vielleicht da unten drinne. Nein, okay. Ist hier irgendwas passiert? Hier fehlt mir auch noch Zeug. Denn der hat hier wie so auch immer überall Becken mit kochend heißem Wasser. Weiß nicht genau, warum er das haben möchte, aber soll er machen, ist ja sein Ding. Ach, warte, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Moment. Nee, doch nicht. Okay, never mind. Was ist mein Ziel? Das Ding habe ich nicht mehr dabei, oder? Nö, okay. Also habe ich da keinen Fehler gemacht. Das heißt, es muss irgendwas passiert sein, was mir jetzt irgendwie weiterhilft. Habe ich davon die Leiter vielleicht ausgefahren? Kann jetzt hier hochklettern einfach. Den Sprung schaffe ich niemals in meinem ganzen Leben. Kann mir jemand sagen, was ich gerade erreicht habe? Und was macht der hier eigentlich mit seinem Labor, Alter? Aber alles kaputt? Wer hat es geschafft, die fucking Treppen kaputt zu machen? Was stimmt denn nicht mit dem? Mann, Eckhart, räum mal bitte auf. So geht das hier nicht weiter, junger Mann. Oder älterer Mann, eher gesagt. Sehr, 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 sehr älterer Mann. Ich meine, der ist aus dem 14. Jahrhundert, also der dürfte schon ein bisschen älter sein.
Wie ist es hier eigentlich eine random Leiter? Also warum geht hier die Leiter hin? Man kann doch theoretisch einfach die andere Leiter gehen. Hat die irgendeine Bedeutung für mich? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich lade nochmal ganz kurz sein Labor. Vielleicht kriege ich ja sogar weniger Schaden. Das wäre natürlich fantastisch. Oder ich sterbe einfach. Okay, ich lade mal kurz den anderen Punkt. So, ne, das ist der Quick Save. Den wollte ich nicht. Oh, okay, es gibt einen anderen Punkt. Okay, nevermind. Habe ich die Fiole schon eingesetzt? Ja. Ich will die Fiole eigentlich... Ich will nur kurz die Fiole wieder haben. Weil ich Angst habe, dass ich irgendwie die doch falsch eingesetzt habe. Was eigentlich nicht gehen sollte, weil die beschriftet sind, aber... Girl. Oh. Ich habe deutlich weniger Schaden bekommen als beim letzten Mal. Wer hätte dies gedacht? Ich habe gedacht, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, indem ich das Gitter schon geöffnet habe, aber wenn ich das Gitter öffne, geht das Ding hier oben überhaupt auf. Die Fiole war hier unten, warum muss ich da überhaupt hin? So. Kann ich diese Fiole überall einsetzen? Kann ich die auch mal hier einsetzen? Nein. Kann ich die denn hinten einsetzen? Wenn du jetzt dazwischen gefallen wärst, ich hätte dich einfach geschlagen. Nein, okay, dann war es richtig, was ich getan habe. Gut, dass ich jetzt den Quicksave überspeichert habe. Na gut, gehe ich den ganzen Weg nur nach oben, ist ja nicht so weit. Vielleicht erkenne ich jetzt auch, was mir das gebracht hat. Aber dann würde ich danach auch direkt einmal einen Cut setzen. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Und das berühre ich mir auch noch gleich. Und bis zu einem weiteren Part von Tomb Raider The Angel of Darkness hier in Eckarts Labor. Und was das ist. Und bis dahin sage ich ciao.